Nach einer wahren Geschichte, so steht das auf dem Klappentext. Stimmt, denn das ist meine Geschichte. Mit dir wird es leichter, dass ein Dialog zwischen Tim und Sarah über ein ganzes Jahr und Tim, das bin schon zu 90% ich. Am Ende ist das eine Geschichte über die große Kraft der Freundschaft geworden. Angefangen hat es mit einer Diagnose im Januar 2019. Plötzlich habe ich Krebs. Und ich habe Fragen. Wie will ich jetzt leben, wo ich mal wieder erfahre, wie begrenzt das Leben ist? Wie kann ich so etwas wie Glück erleben, wo ich jetzt mal unbestreitbar Pech gehabt habe? Das hier ist der Original-Chat-Verlauf mit der echten Sarah. Viele haben mir geholfen, durch diese Zeit zu kommen. Meine Frau, meine Familie, Freundinnen und Freunde hier vor Ort. Aber ganz besonders meine alte Freundin Sarah, mit der ich mir immer wieder geschrieben habe. Es war irgendwann im Spätsommer, da schreibt sie mir 2, 3 Nachrichten, die mich entweder sehr berühren oder nachdenklich machen. Und da habe ich mich das erste Mal gefragt, was wäre, wenn wir uns schon seit der Diagnose im Januar so geschrieben hätten? Ich glaube, das war schon die erste Idee fürs Buch. Und das hier ist das Tagebuch, das meine Frau in dem Jahr geschrieben hat. Wenn man so eine Therapie durchmacht, dann versinkt manches im Nebel der Erinnerung. Titus ist immer noch extrem müde. Wir fahren ein paar Tage ans Meer. Hier steht alles drin. Der Rest ist Geschichte, meine Geschichte. Über das Schöne, den Alltag, die großen Fragen, die Krankheit, die Liebe, die Trauer, das Glück. Ein besonderes Buch über die große Kraft der Freundschaft. Steht hinten auf dem Klappentext. Stimmt. So habe ich das erlebt.